Willkommen bei Schlesienjournal. Heute berichten wir über die aktuellen Geschehnisse bei der deutschen Minderheit. Dort gab es wichtige Treffen und Jahrestage. Wir fangen an mit dem Besuch des Staatsoberhauptes. Zwischen zwei offiziellen Terminen in der Oppelner Region nahm sich der polnische Staatspräsident Bronisław Komorowski Zeit, die deutsche Minderheit zu treffen. Der Ehrengast wurde in Proskau bei Oppeln empfangen, in einer der über 300 Begegnungsstätten der sozialkulturellen Gesellschaft der Deutschen. Nicht nur für die deutsche Minderheit, sondern auch für die Stadt selbst war es ein wichtiger Tag. Das war für uns wirklich große Freude und ich finde das schön, dass gerade in so einem kleinen Ort, in so einem kleinen Saal, so quasi in einer Atmosphäre, so fast intim diese Gespräche stattfanden. Und das war auch ein schönes Zeichen für die Deutschen hier in Schlesien, dass der Präsident höchstpersönlich zu Besuch bei der deutschen Minderheit war. Doch es sollte nicht nur bei Symbolen bleiben. Bei dem Treffen wollten die Deutschen Komorowski sowohl auf Probleme als auch auf Errungenschaften der Minderheit hinweisen. Wir haben einige Probleme besprochen, vor allem die Probleme des Schulwesens für die deutsche Minderheit. Und wir haben auch diese Dinge besprochen, die wir als deutsche Minderheit für die Region tun. Das heißt zum Beispiel im Seniorenbereich oder auch für die kleinen und mittleren Unternehmer. Und wir wollten darstellen, dass wir nicht nur diejenigen sind, die die Hand ausstrecken und etwas wollen, etwas möchten, sondern auch etwas, was wir auch der Woiwodschaft geben, den Menschen, hier, die hier leben. Das Treffen der Vertreter der deutschen Minderheit mit dem polnischen Staatspräsidenten dauerte fast eine Stunde. Zum Abschluss wurde Komorowski zum Kulturfestival der deutschen Minderheit eingeladen, das in einem Jahr in der Breslauer Jahrhunderthalle gefeiert wird. Und als nächstes gleich ein weiteres wichtiges Treffen. Sowohl die sozialkulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien als auch die SKGD in der Woiwodschaft Schlesien trafen sich letzte Woche zu ihren Jahresversammlungen. Wir waren bei beiden Versammlungen dabei. Den Anfang macht Oppeln. Es war die 25. Jahresversammlung der sozialkulturellen Gesellschaft im Oppelner Schlesien und deswegen wurde sie auch in der Woiwodschaftshauptstadt abgehalten. Das kleine Jubiläum stand jedoch nicht so sehr im Vordergrund der Beratungen. Es waren die Pläne für die kommenden Monate. Wir haben nicht so viele Gelder für die nächsten Jahre. Die Gelder werden immer knapper und wir müssen sparen. Und deswegen haben wir eine Palette von verschiedenen Projekten vorbereitet. Und diese Projekte wurden vorgestellt und abgestimmt, dass wir die realisieren dürfen. Diese sollten die Finanzen der Minderheit schonen, gleichzeitig aber das kulturelle Angebot nicht schmälern. Für die versammelten Delegierten war die 25. Jahresversammlung eine Möglichkeit, auch weiter in die Zukunft zu schauen. Meiner Meinung nach liegt die Hauptaufgabe der deutschen Minderheit, der SKGD, aber auch des VDG, die Identität, die Kultur, die Sprache an die junge Generation weiterzutragen. Ich denke, die Minderheit sollte sich auch mehr für die Wirtschaft einsetzen. Denn das ist ja das Wichtigste. Denn wenn die Wirtschaft funktionieren wird, dann bleibt auch die Jugend hier. Dann wird sie nicht nach Deutschland, um dort in die Arbeit zu fahren, dann wird sie die Arbeit hier an Ort und Stelle. Und das ist eine große Herausforderung für die Minderheit. Die alten Leute müssen glauben, dass die jungen Leute das da auch gut machen. Und sie machen das gut. Bloß es ist so eine, die können das nicht akzeptieren, dass der junge Mensch gut Deutsch spricht, ist besser als der Alte und der genau weiß, was er will. Das müssen die Leute akzeptieren. Zum ersten Mal wurde eine Jahresversammlung auch mit der Wahlkonvention verbunden. Eine Kandidatur stach besonders hervor. Zum ersten Mal wird die deutsche Minderheit einen Kandidaten für den Posten des Stadtpräsidenten von Oppeln aufstellen. Es ist Norbert Honka, der DFK-Vorsitzende von Oppeln-Malino. Po pierwsze jesteśmy częścią tej społeczności lokalnej. Po drugie, dlaczego nie? Jako element tej społeczności lokalnej mamy swoją wizję funkcjonowania miasta, wizję rozwoju. Miasto potrzebuje
nowego, świeżego oddechu, świeżego spojrzenia na niektóre sprawy, no i jakiegoś świeżego, dodatkowego impulsu do działania, do rozwoju. Ortswechsel. Zur selben Zeit versammelten sich in Königshütte Delegierte der Woiwodschaft Schlesien zu ihrer Jahresversammlung. Auch hier wurde Bilanz gezogen. In der Diskussion wurden Befürchtungen laut, dass die drohenden Einsparungen zur Schließung von Freundschaftskreisen führen könnten. Ein wichtiger Teil der Diskussion war auch das Thema Bildung. Es geht um die Minderheit, Unterricht Deutsch als zweite Sprache. Da haben wir leider nur die eine Schule in Ratibor-Studien. Es gibt mehrere bilinguale, zweisprachige mit Deutsch, aber das sind jetzt in dem Minderheitsbereich. Und vielleicht werden wir gehen auch in diese Richtung, welche jetzt verfolgt wird durch den Bezirk Oppeln, und wir überlegen über eine eigene Vereinsschule. Die Delegierten der Woiwodschaft Schlesien freuten sich auch über Erfolge des Verbandes. Dazu zählte der Vorstand vor allem die Einführung zweisprachiger Ortsschilder im Kreis Gleiwitz. Vor 25 Jahren begannen die politischen Veränderungen in Polen. Auch die Deutschen haben damals angefangen, ihre Identität nach außen zu tragen. So war es unter anderem in Gogolin. Dort gibt es seit 25 Jahren eine deutsche Maiandacht. Familien von nah und fern sammeln sich in der Gogoliner Bagno-Kapelle, um der Mutter Gottes zu huldigen. Seit 25 Jahren hört man hier im Mai deutsche Lieder und Gebete. Initiiert hat die deutschen Maiandachten Pfarrer Professor Joachim Pierzuch. Es war eine Suche nach einem Stück Heimat, wo wir in der Sprache, in der wir die Lieder gelernt haben, die Lieder jetzt singen konnten und auf diese Weise unsere Gebete formulieren konnten. Mir gibt das Kraft. Und es sind auch viele, die dasselbe denken wie ich und dasselbe sagen. Schon 24 Jahre komme ich jeden Mai hier zu Andacht, weil der Ort ist mir heilig. Dass die Tradition der Maiandachten an der Bagno-Kapelle weiterlebt, dafür sorgt der Deutsche Freundschaftskreis in Gogolin. In einem Malwettbewerb für Kinder wurde das Thema 25 Jahre Maiandacht an der Bagno-Kapelle kreativ umgesetzt. Das Wichtigste ist, dass die Eltern und Großeltern zu Hause den Kindern und den Enkeln seine Geschichten erzählen, die nicht mit der modernen Welt zu tun haben, sondern die wahre Geschichte, die Leute durchgearbeitet haben, und dass sie die einfach über die Kinder weiterleiten, dass die Geschichte weiterlebt. Die besten Arbeiten der Gogoliner Kinder wurden in der Gogoliner Stadtbibliothek ausgezeichnet. Und zum Schluss haben wir noch einige Veranstaltungstipps für Sie. Am 1. Juni findet die traditionelle Minderheitenwallfahrt zum Annaberg statt. Zum gemeinsamen Gebet treffen dort Pilger aus Deutschland und Tschechien ein, sowie das Volk der Roma. Erwartet werden ganze Familien, denn das diesjährige Motto heißt: Die Familie groß in der Liebe. Die Feierlichkeiten der Minderheitenwallfahrt beginnen bereits um 10 Uhr. Der Hauptgottesdienst ist für 11 Uhr geplant. Die Dauerausstellung Nach dem Krieg, das Arbeitslager Wambinowice, wurde im Wettbewerb Sibylla 2013 ausgezeichnet. Der Wettbewerb für das Museumsereignis des Jahres 2013 wird jährlich vom Nationalen Institut für Museumswesen ausgeschrieben. Die ausgezeichnete Ausstellung zeigt die Geschichte der Lagerstätte zwischen 1945 und 1946. Damals errichteten polnische Verwaltungsbehörden in Lambsdorff ein Arbeitslager für Deutsche, die umgesiedelt werden sollten. Dieses Lager wurde in der Nähe des deutschen Gefangenenlagers in Lambsdorff gebaut. Die Dauerausstellung kann man im Kriegsgefangenenmuseum in Lambsdorff besuchen. Im Juni veranstaltet das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit zwei Themenausflüge durch die Stadt Gleiwitz und ihre Umgebung. Der erste Ausflug am 6. Juni führt auf den Spuren von Horst Binek. Und der zweite am 12. Juni zeigt Orte der ehemaligen deutsch-polnischen Grenze, die nach der Volksabstimmung Oberschlesien teilte. Beide Ausflüge sind kostenlos. Mehr Informationen auf der Internetseite www.haus.pl.
Am 9. Juni treffen bereits zum 9. Mal Kinder und Jugendliche zum Frühlingssingen in Plavnowitz zusammen. Diesmal stellen 23 Solisten und 20 Bands ihre Deutschkenntnisse sowie musikalische Fähigkeiten unter Beweis. Die Veranstaltung findet im Saal der Feuerwehr in Plavnowitz statt und beginnt um 9 Uhr. Und das ist schon alles für heute. Schlesien Journal gibt es in einer Woche wieder. Bis dahin also, auf Wiedersehen.